Regen und Schneeschmelze. Und das ist halt dann dieses Hochwasser, was wir nicht gerne haben. Wo ist die Ursache? Viel Schnee, Dauerregen und dadurch steigen die Pegel natürlich. Ja, genau, man sieht ja die Albe schon relativ angestiegen. Das Wasser drückt jetzt durch die ganze Kanalisation zurück und man sieht ja hier, das Wasser fließt schon in die Garage zurück. Man muss jetzt alles abschotten mit Brettern und so weiter, dass nichts reinlaufen kann. Das Wichtigste haben wir jetzt mal in Sicherheit gebracht, Rasenmäher und alles. Und so sieht es soweit aus bei uns. Die Feuerwehr, also Wasser kommt jetzt so hoch, dass es ins Haus reinlaufen könnte. Also sieht es auf jeden Fall so aus, soll dann noch 3 Stunden lang regnen. Und die legen jetzt eine Barriere, ungefähr sind das 300 Meter. Um das Wasser im Bett zu behalten, also damit das Wasser im Bett bleibt, nicht, dass es jetzt in die Häuser reinläuft.